Meine lieben VW-Liebhaber, ich habe hier heute etwas Tolles gefunden. Eine große Sammlung von alten VW-Fahrzeugen. Top-Zustand. Das Wohnmobil von Max und auch seine sonstige Sammlung von VWs. Der fährt ab und zu nach Italien, bleibt ein paar Tage auf Campingplatz. Max ist schon älterer Herr, der ist schon 90 Jahre oder mehr sogar. Und trotzdem fährt noch Auto, liebt es, fährt vielleicht mit 40 auf der Autobahn mit seinem VW-Bus. Alle hupen ihn nach. Aber da er sowieso fast nichts mehr hört, ist es ihm eigentlich auch egal. Ja, es ist halt sein Baby, seiner Wohnung unterwegs. Das Einzige, was mich stört, das Mercedes und VW-Liebhaber, das sind die Mercedes-Felgendeckel auf dem VW-Campingbus. Ja, er hat auch noch eine Sammlung von alten Golf, Golf 2. Da sieht man mal etwas. Die kommen auch langsam in einen großen Beliebtheitsgrad, die alten Golf 2. Früher wollte die ja niemand mehr, obwohl die eigentlich sehr gut verbaut sind. Ja. Hier habe ich da noch eine seltene Sammlung von alten Traktoren. Ein Eicher, das ist ein Schweizer Traktor. Sehr, sehr gesucht, aber auch in einem sehr guten Zustand. Der ist von Paul, läuft, fährt aber selten damit herum. Aber er hatte schon ein ganz paar tolle Angebote für diesen Traktor und hat sich nicht getrennt. Finde ich super. Und den Bucher, den habe ich mal selber noch für ihn transportiert. Das ist noch ein altes Motorrad, keine Ahnung, was das sein könnte. Aber das wissen meine Fans, Follower ganz bestimmt. Und ich noch ein paar Tipps geben. Ich pack's nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er noch alte Hondas. Also es könnte Honda sein. Ein Chopper. Und dieser Platz ist so speziell, halt so abgelegen. Niemand kennt das groß. Und Max hat seit Jahren hier diesen Platz und auch noch einen ehemaligen Feuerwehr-VW-Bus. Ein LT, könnte 35er sein. Ich hatte früher einen 28er, genau mit dieser Form, aber ohne Rückfenster. Ja, ist auch ein super Zustand. Auch innen durch. So quasi ein Wohnbus. Mit Bänken hinten. Da könnte die ganze Feuerwehrmannschaft mitfahren. Da hat sicher 9 eingetragene Plätze. Ja, ist eingelöst. Der fährt doch ab und zu in dem Fall mit dem. Hier noch ein kleiner Golf auf dem Lift. Da wird noch ein bisschen gebastelt zwischendurch. Hinten noch so Militärfahrzeuge, wow. Das ist anscheinend ein Anhänger, oder? Ja, irgendwie ein Lastwagen, ja, ja, ganze Militärlastwagen. Das ist gut. Riesige Teile. Und da steht noch so ein alter Kultwohnwagen. Ja, der wäre natürlich cool an so einem alten VW-Bus dran. Das ist doch so für den Sommer, so wie eine kleine Farm mit Bau-Zigeunerwagen da. Und einem fahrenden Bauwagen. Eine schöne VW-Sammlung. Er hat noch mehrere, glaube ich, er hat noch mehrere, der Max.